Nachdem wir jetzt die ganzen Protokolle hinter uns gelassen haben, kommen jetzt noch zwei Blöcke, bei denen es eben großen um Takterzeugung geht. Und im ersten schauen wir uns den 555er Timer EC an. Das ist ein sehr berühmter Chip. Ich würde sagen, das ist der berühmteste Chip, den es gibt. Ich weiß nicht, ob es der meist gefertigte, / verkaufte ist. Ich kann mir es aber gut vorstellen. Er ist zumindest der bekannteste. Das ist, glaube ich, ganz klar, dass wenn es einen Chip gibt, wo praktisch jeder weiß, die Nummer ist der Chip, dann ist es der 555er. Den finde ich für uns auch sehr interessant als etwas, das wir im Ende von dem Kurs hier machen, weil er nämlich der erste Chip ist, der jetzt Komponenten aus der analogen Elektronik mit Komponenten aus der digitalen Elektronik verbindet. Und wir haben eigentlich vorher im Kurs irgendwie lange uns mit analogen Sachen beschäftigt, jetzt am Schluss ein bisschen mit digitalen Sachen. Und hier haben wir einen Chip, der beides hat. Und das hier wäre eben die Innenbeschaltung von diesem 555er Timer EC. Also wir sehen hier zwei Dinge, die so ausschauen wie Operationsverstärker. Das sind Komparatoren, das sind keine Operationsverstärker, aber das heißt nur, dass wenn man den als eigenen Bauteil hätte, dann könnte man den nicht in so einer Negative Feedback Schleife betreiben. Nachdem das aber eingebaut ist in diesen Chip, stellt sich die Frage nicht, was kann dieses Ding machen, wenn wir es als Bauteil isoliert betrachten. Und darum reicht uns einfach zu sagen, wenn der Plus-Eingang vom Potenzial höher ist als der Minus-Eingang, dann geht der Ausgang auf High. Also das wäre dann klassisch eben der Komparator, und wie schnell das genau geht, das ist dann eine Frage von, kann man den mit dem Feedback betreiben oder nicht. Und die Ausgänge von diesen Komparatoren, die im Grunde einen analogen Vergleich machen zwischen zwei Potenzialen, die Spannung zwischen den Eingangsterminalen müssen, geht eben dann hier in den Set-Pin in dem Fall von einem Reset-Set-Flip-Flop. Also das ist quasi die digitale Komponente von der Schaltung. Ich habe hier zwei Komparatoren. Ich habe einen Spannungsteil aus drei Widerständen, die grob meine Versorgungsspannung dritteln. Und wenn dieser Eingang, der Trick heißt, wenn der kleiner wird von dem Potenzial als dieser Punkt hier, als ein Drittel der Versorgungsspannung, dann wird der Ausgang gesetzt. Dann geht out of high. Und eine ähnliche Schaltung hier, wenn der Threshold-Eingang größer wird als zwei Drittel der Versorgungsspannung, dann wird Reset aktiv und der Ausgang von dem Flip-Flop geht gegen Low. Also das ist das, was dieser Trigger und Threshold macht. Trigger testet auf ein Unterschreiten von einem Drittel der Versorgungsspannung und Threshold reagiert auf ein Überschreiten von zwei Drittel der Versorgungsspannung. Und was machen sie? Sie setzen oder löschen dieses Bit hier von diesem Set-Reset-Flip-Flop, sodass es den Wert behält, wenn keiner der beiden Bedingungen erfüllt ist. Also wenn das hier kleiner ist als zwei Drittel der Versorgungsspannung und das hier größer ist als ein Drittel der Versorgungsspannung, haben wir weder Set noch Reset, dann bleibt der Ausgang einfach unverändert. Und mit dieser einfachen Schaltung, die nichts anderes ist als eben so ein Set-Reset-Flip-Flop und zwei Komparatoren und so einen eingebauten Spannungsteiler, kann man jede Menge Unsinn machen. Also es gibt wirklich Bücher, und ich glaube, wir haben irgendwo im MetaLab ein Buch herumliegen, ein ganzes Buch nur mit Schaltungen zum 555er. Sachen, die man machen kann mit diesem einen IC. Weil er einfach viel universeller ist, als vielleicht ursprünglich jetzt mal gedacht war. Ursprünglich war die Idee, dass man den in genau einer Beschaltung verwendet und dann vielleicht ein paar Variationen davon macht. Und diese Schaltung schaut eben so aus. Aber man kann eben alle möglichen Dinge damit machen, weil sich herausstellt, dass diese Anordnung von Bauteilen im Inneren eben für alle möglichen Schandtaten zu gebrauchen sind. So, das hier ist die Standard-Oszillator-Schaltung von einem 555. Also, wir haben gesagt, gehen wir nochmal zurück.
Der Ausgang geht auf High, wenn Trigger ein Drittel der Versorgungsspannung unterschreitet. Also wenn Trigger runtergeht, geht der Ausgang rauf. Der Ausgang geht auf Low, wenn Threshold zwei Drittel der Versorgungsspannung überschreitet. Also wenn Threshold rauf geht, wenn das dieses mittlere Drittel verlässt nach oben hin, dann geht der Ausgang Richtung Low. Außerdem haben wir hier so einen Discharge-Pin, der mit dem invertierten Ausgangssignal betrieben wird. Im Grunde so eine Art Open Collector ist. Das heißt, das ist noch einmal eine Inversion. Das heißt, wir sehen einfach, wenn Output auf Low geht, dann wird auch dieser Discharge-Pin mit Ground verbunden. Aber wenn Output auf High ist, ist dieser Pin einfach hoch ohne. Und wir haben hier zwei getrennte Kanäle für den Ausgang und für diesen Discharge-Pin, diesen intern elektrisch noch ein bisschen getrennt, so damit ein Unsinn, der hier am Ausgangspin passiert, irgendwie eine Last, die man damit ansteuert und die vielleicht nicht immer den gleichen Strom haben möchte, sich nicht allzu sehr auf das Innenleben einer Schaltung auswirkt. Okay, schauen wir an, wie das dazu führt, dass dieser Oszillator oszilliert. Zunächst einmal haben wir den Reset-Pin, der wird hier einfach auf High gelegt. Damit tut er nichts. Also das ist so ein Standard-Ding, das man macht beim 555er, dass man den Reset auf High legt, damit er mal nicht resettet. Und dann gibt es eigene Anwendungen, wo ich den Reset-Pin vielleicht verwenden möchte, dezidiert, um den Ausgang auf 0 zu setzen. Dann haben wir so einen Control-Pin, von dem jetzt da im Augenblick nicht mehr klar ist, ist es ein Eingang oder ein Ausgang. Und an den schließen wir einfach nur einen Kondensator an gegen Ground. Schauen wir uns mal hier an, da oben ist der Control-Pin. Warum will ich den hier mit einem Kondensator gegen Ground legen? Nein, der Kondensator nicht. Wir haben hier einen Spannungsteiler. 1, 2, 3 Widerstände, die sozusagen Spannung dritteln sollen. Wir haben jetzt hier oben haben wir diesen Kontrollpin. Den schließen wir den Kondensator gegen Ground. Im normalen Betrieb von dieser Schaltung wird da irgendeine Änderung über die Zeit eintreten in diesem Widerstandsnetzwerk. Ein Netzwerk, in dem keine Änderung eintreten soll über die Zeit. Warum tue ich auf das einen Kondensator? Ein Ding, was über eine Differentialgleichung in der Zeit definiert ist. Zum Kleppen, genau. Also wir haben häufig die Spannungen, die wir hier anlegen, bezogen auf das Ground-Potential. Und haben hier ein Drittel und zwei Drittel von der Versorgungsspannung. Wenn die Versorgungsspannung bezüglich dem Ground-Potential nicht ganz sauber ist, wenn da irgendwie was drüber gelegt ist quasi, dann wackelt nicht nur der Punkt hier oben, sondern es wackelt auch der Punkt und der Punkt und ich habe keine sauberen Detektionsgrenzen mehr, bezogen auf Ground. Sie sind zwar immer sauber in Bezug auf, es ist ein Drittel und zwei Drittel der Versorgungsspannung, aber oft möchte ich das quasi nicht in dieser Sprache sauber haben, sondern ich möchte es sauber haben als eine feste Spannung gegenüber dem Ground-Potential. Also nehme ich hier einen Kondensator rein, der für hochfrequente Anteile den Punkt mit Ground kurzschließt. Und damit habe ich für den niederfrequenten Anteil, für den Gleichanteil, das hier sauber, ich habe das geglättet. Und ein Rauschen der Versorgungsspannung wirkt sich nicht mehr durch. Wenn man irgendwelche Schaltungen hat mit dem 555er und keine andere Verwendung hat zum Control-Pin, dann legt man den mit einem Kondensator auf Ground, damit einfach diese inneren Grenzen nicht rauschen oder sonst irgendwas da hineinstrahlt, sondern dass das stabil ist. Gut, also damit hätten wir den Reset-Pin geklärt, den Control-Pin geklärt, Ground und VCC sowieso, den habe ich da nicht eingezeichnet. Der Chip selber hat natürlich 8 Pins, aber
Hier zeichne ich eben nur 6, weil VCC und Bound nicht so interessant sind. Das heißt, was wir eigentlich haben, ist diese Schaltung hier auf der linken Seite. Das ist das Einzige, was jetzt übergeblieben ist. 2 Widerstände und 1 Kondensator. Zunächst einmal sehen wir, der Kondensator geht gegen Ground und ist dann verbunden sowohl mit Trigger als auch Threshold. Also wir haben vorher gehabt, dass wir 2 Eingänge haben. Wenn der eine, nämlich Threshold, über 2/3 geht, geht der Aufgang aus 0. Wenn der andere, nämlich Trigger, unter 1/3 geht, geht der Ausgang auf 1. Nachdem das jetzt verbunden ist, können wir das quasi sprachlich umformen und können sagen, wenn die Spannung an dem Kondensator über 2/3 der Versorgungsspannung geht, geht der Output auf 0. Wenn die Spannung am Kondensator unter 2/3 der unter 1/3 Versorgungsspannung geht, geht der Ausgang auf 1. Der mittlere Widerstand ist ja jetzt kurz geschlossen. Das ist nicht nein. Die Hälfte jetzt, oder? Nein. Nein, das sind ja die Eingänge, das sind nicht die Werte, die uns gut bei so, Threshold geht zum Komparator, Trigger geht zum Komparator. Das okay, wird das letzte Mal verstanden. Das heißt, was wir jetzt schon vermuten werden, wenn wir die Zeit haben, und da haben wir die Spannung am Kondensator, UC. Dann haben wir hier 1/3 von der Versorgungsspannung. Und hier haben wir 2/3 der Versorgungsspannung. Dann werden wir jetzt... Das Licht vorne dazu schulden. So? Dann werden wir jetzt vermuten, dass die Kondensatorspannung wahrscheinlich irgendwie zwischen beiden Schwellen pendelt. Nicht? Das Bild hier sagt uns, es kommt bei der Schwingung raus, also wird sich das irgendwie wahrscheinlich laden und entladen. Wir haben schon Oszillatoren gebaut, indem wir einfach Kondensatoren geladen und entladen haben. Wir vermuten also was Ähnliches hier. Also behaupte ich jetzt quasi, wir würden irgendwie was erwarten, was vielleicht irgendwie so ausschaut, als Kondensatorspannung, dass wir da immer so RC-Ladekurven haben und er schaltet um zwischen Laden und Entladen zwischen diesen Schwellen. Schauen wir, ob das stimmt. Sagen wir, wir sind an dem Punkt hier und ich muss eben meinen Anfangszustand mal mitgeben, also sage ich mal, der Ausgang ist clever frei. So, also der Kondensator ist auf 1/3 der Versorgungsspannung geladen. Der Ausgang ist auf High. Wir haben gesagt, wenn der Ausgang auf High ist, dann ist der Discharge-Pin inaktiv. Schauen wir da drauf. Das ist High, das heißt, das ist Low. Und wenn die Basis von dem Transistor mit Ground verbunden ist, wird der Transistor nicht leiten. Also ist dieser Discharge-Pin in der Tat inaktiv, sodass er nicht vorhanden wäre. Das heißt, wir haben hier effektiv einen Kondensator, der über eine Serienschaltung von diesen beiden Widerständen geladen wird. Und das wird er so lange, das wäre diese RC-Ladekurve. Aber an dem Punkt passiert was. An dem Punkt kommt nämlich die Kondensatorspannung auf 2/3 der Versorgungsspannung. Und weil wir Threshold verbunden haben, sagt er, okay, das ist der Punkt, an dem ich den Ausgang ausschalten muss. Das heißt, jetzt geht der Ausgang auf Low. Wenn der Ausgang auf Low ist, schaltet aber auch Discharge gegen Ground. Und damit haben wir jetzt hier eine interessante Schaltung mit. Wir haben quasi diesen Widerstand, der VCC und Ground verbindet, weil Discharge jetzt Ground ist und über den ein unnötiger Querstrom fließt. Und dieser Widerstand, der den Kondensator mit Ground verbindet und über den eben dann der Kondensator entladen wird. Und das Entladen läuft halt so lange, bis die Kondensatorspannung unter 1/3 der Versorgungsspannung geht. Dann geht das Spielchen von vorne los. Wird der Ausgang wieder auf 1 geschalten, der Discharge-Pin wird inaktiv und eine Ladekurve tritt wieder ein.
Das heißt, wir haben es hier mit RC-Ladekurven zu tun, aber der Widerstandswert ändert sich. Beim Laden lade ich über die Serienschaltung von diesen beiden Widerständen. Beim Entladen entlade ich aber nur über diesen Widerstand. Das heißt, der Widerstand beim Entladen ist kleiner. Das heißt, das Entladen geht schneller oder langsamer? Schneller. Okay. Und damit kommen wir eben dann auf so eine Wellenform hier, wo wir sehen, dass das ist keine 50-50 Wellenform, wo die High-Perioden gleich lang sind wie die Low-Perioden, sondern die Low-Perioden sind halt kürzer, weil hier beim Entladen nur der Widerstand verwendet wird und im Extremfall, wenn das, weiß ich nicht, wenn das irgendwie 10 Kilo-Ohm sind und das sind 100 Ohm, dann hätte man nur noch ganz kurze Nadelpulse im Vergleich zu der Länge der High-Periode. So, das heißt, wir müssten auch hier sagen, richtigerweise, dass das dann vielleicht so ausschaut. Gut, Fragen zu der Schaltung. Hier ist Licht wieder ab, oder? Dann schauen wir uns eine etwas aufwendigere Schaltung an mit diesen 555ern. Das ist jetzt ein Pulsweitenmodulator, wo wir ein Signal haben, wo wir alle 20 Millisekunden einen Puls erzeugen wollen. Der Puls soll zwischen 1 und 2 Millisekunden lang sein. Und wie lang der Puls ist, wollen wir über eine Steuerspannung kontrollieren oder steuern. Das können wir aufbauen, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, aber das können wir aufbauen, indem wir einfach zwei 555er hintereinander schalten. Und der erste 555er, der ist genauso beschaltet, wie wir das vorher gesehen haben, nur dass ich jetzt hier die Reset-Leitung und die Kontrollleitung weggelassen habe, weil wir die einfach so wie vorher Reset konstant auf High und Kontrolle über einen Bypass-Kondensator. Hier links haben wir die beiden Widerstände und einen Kondensator. Und ich habe die Widerstandswerte eben so berechnet, dass ich hier am Ausgang alle 20 Millisekunden einen kurzen Puls bekomme. Aber eben einen kurzen Puls, einen Puls, der vielleicht deutlich kürzer ist als eine Millisekunde. Also das ist nicht das Ausgangssignal, sondern das ist ein Signal, das nur die zweite Stufe hier anstoßen soll. Die zweite Stufe, wenn die jetzt am Eingang einen negativen Puls bekommt, auch wenn der noch so kurz ist, erzeugt am Ausgang einen Puls fester Länge. Und die Pulsbreite, die kann ich über den Control-Input steuern. Schauen wir uns an, wie man das macht. Im Grunde ist diese Schaltung hier identisch zu der hier, zu der Oszillatorschaltung. Der einzige Unterschied ist, dass ich in dieser Schaltung Threshold und Trigger beide mit dem Kondensator verbinde. Und damit habe ich eben dieses Verhalten, dass das ewig weiterrennt. Der schaltet immer um zwischen 1 und 0. Weil das Laden und Entladen von dem Kondensator jeweils beim Über- oder Unterschreiten dieser Drittelschwellen den Zustand am Ausgang wechselt. Jetzt sehen wir aber hier das Trigger. Und Trigger ist der Punkt hier, der beim Unterschreiten von 1/3 Versorgungsspannung den Ausgang auf High setzt. Dieser Trigger, der wird extern von der ersten Stufe hier versorgt. Das heißt, überlegen wir uns, was passiert, wenn das hier konstant high ist, konstant 1. Das heißt, dass die 1/3-Schwelle
bei Trigger nie unterschritten wird, das heißt, der Ausgang wird nie auf High gesetzt, der bleibt auf Low. Vielleicht ist der Ausgang am Anfang auf High. Dann würde dieser Kondensator geladen werden, bis er die Threshold-Schwelle erreicht. Dann ist er auf 2/3 Versorgungsspannung geladen, Threshold setzt den Ausgang auf 0 und der Kondensator wird über Discharge wieder entladen. Und dann bleibt es so, weil es wird nie Trigger ausgelöst. Trigger ist ja nicht verbunden mit dem Kondensator. Aber in dem Augenblick, wo der Eingang einen kurzen Low-Puls macht, unabhängig davon, welche Spannung wir am Kondensator gerade haben, wenn ich hier quasi beim Trigger auslöse, dann bediene ich damit den Set-Input von dem Set-Reset-Flip-Flop. Das heißt, der Ausgang geht auf High. Wir fangen an, diesen Kondensator zu laden, bis 2/3 Versorgungsspannung erreicht ist und dann schalten wir wieder ab. Mit einem 100 Ohm Widerstand wird der Kondensator sehr schnell wieder entladen und es wird einfach nur gewartet auf den nächsten Trigger-Impuls. Schauen wir uns an, wie man die Kontrollleitung verwenden kann, um die Pulsdauer zu bestimmen. Naja, da sehen wir, die Pulsdauer wird bestimmt darüber, wie lange es dauert, diese Threshold-Schwelle hier zu erreichen. 2/3. Und die kann ich natürlich normalerweise einfach über diesen Spannungsteiler einstellen. Ich kann aber auch von extern eine beliebige Spannung zuführen. Und damit fixiere ich ja dann diesen Punkt hier und lege einfach fest, das ist die Schwelle. Wenn die erreicht wird, dann ist Threshold aktiv. Vielleicht habe ich eine kleine Querströme, die dann fließen durch diese Widerstände, weil ich diesen Punkt ja auf einen gewissen Wert fixiere. Aber das ist nicht tragisch. Die sind 50 Kilo-Ohm, glaube ich, sind sie beim normalen 555er. Und ich glaube, sie sind mehr bei der 7555-Variante der CMOS. Also da kann man ohne Probleme deinen eigenen Wert reintreiben. Gut, und damit, dass ich eben diesen Punkt über die Kontrollleitung jetzt festlegen kann, über eine externe Versorgungsspannung, kann ich eben aussuchen, ob der Puls etwas länger dauert oder etwas weniger lang. Und die Bauteilwerte habe ich eben genauso bestimmt, dass 1 Millisekunden und 2 Millisekunden so bequeme Werte sind, die jetzt erreichbar sind über Spannungen an dem Kontrolleingang. Das kommt gar nicht so selten vor, dass man quasi komplexere Schaltungen baut aus mehreren 555ern, die sich irgendwie gegenseitig anstoßen und so. Und da gibt es auch einen eigenen Chip mit dem sehr, sehr kreativen Namen 556, also quasi ein 555 plus ein extra, in dem einfach zwei 555er drinnen sind. Es ist billiger, einen Mikrocontroller zu nehmen, vor allem, weil du die externen Bauteile hier brauchst. Es ist manchmal aber nicht unbedingt billiger, den Mikrocontroller zu programmieren. Und das ist, also es kommt sehr selten, aber doch immer noch vor, dass man irgendein ein Ding aufmacht und auf der Schaltreglerpartie oder sowas sitzt irgendwo noch ein einsamer 555er und fürchtet sich ein bisschen vor all den anderen neuen Bauteilen. Also es kommt immer noch vor, dass diese Dinger verbaut werden, das eine oder andere Mal. Es ist nur schon langsam eine Seltenheit. Also es kommt öfter vor, dass man irgendwie so CD4000 oder so, also so Standard CMOS-Gatter findet, als dass man 555er findet. Aber sie kommen vor. Generell ist das ja etwas, was ich sehr schade finde, dass es in vielen Fällen viel einfacher ist, einen Mikrocontroller zu nehmen, als eine Schaltung zu bauen, die genau das tut, was immer das Ding eben tun soll. Das ist, finde ich, auch ein bisschen schwierig dann, Elektronik zu lernen, weil in vielen Fällen denkt man sich, okay, ich könnte eine Schaltung bauen, die das und das macht, aber es ist einfacher mit einem Mikrocontroller. Das ist interessanterweise das gleiche Problem bei der Analogelektronik, wie bei den FPGAs. Bei den FPGAs ist es auch so, dass es schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil die hübschen kleinen Beispiele, die man so im Alltag brauchen könnte, gehen viel leichter über Mikrocontroller
Und beim FPGA, der Einsatz macht halt Sinn, wenn ich tausende Signale habe, wenn ich hohe Bandbreiten habe, wenn ich viele parallele Berechnungen durchführen möchte, also die nicht trivialen Fälle, die nicht einfach nur Erweiterungen aus kleinen Dingen sind. Und genauso analoge Elektronik. Also analoge Elektronik macht Sinn, wenn ich hohe Frequenzen habe, wenn ich irgendwie ganz, ganz kleines Rauschen brauche in einer Anwendung, solche Dinge. Aber das sind eben nicht die einfachen Hello-World-Beispiele. Und das ist eben schwierig von der sinnvollen Lösung mit, ich will eine LED blinken lassen, dann nehme ich einen Mikrocontroller, durch Erweiterungen auf echte Analog-Elektronik zu kommen. Irgendwo gibt es einen Punkt, wo man dann sagt, okay, und jetzt muss ich drüber und hätte ich doch die anderen Sachen mit analoger Elektronik gelöst, obwohl es nicht die sinnvolle Wahl gewesen wäre, nur für das kleine Problem. Ja, so ist es. Gut, wenn wir uns diese Schaltungen hier anschauen, welche Auswirkung hätte das, wenn die Versorgungsspannung sich langsam ändert? Wenn ich die heute mit 4 Volt betreibe und morgen mit 6 Volt betreibe. Also ganz offensichtlich mit einem 7,5, weil 4 Volt wird glaube ich sonst nicht gehen. Ja, also wie wirkt sich die Versorgungsspannung auf die Frequenz aus, die wir sehen, bei diesem Oszillator zum Beispiel? Und oder das Tastverhältnis? Also das Pulsweitenverhältnis. Ja. Wie wirkt sich eine Änderung der Versorgungsspannung aus auf das Verhalten dieser Schaltung? Wenn ich die heute mit 5 Volt betreibe und morgen mit 6 Volt betreibe, es ändert sich nichts. Genau. Das ist ganz, ganz wesentlich. Genau. Die Schwellen sind ein Drittel und zwei Drittel der Versorgungsspannung. Die Ladekurven werden vorgespannt über die Versorgungsspannung. Das heißt, ich kann quasi die Zeitdauer, die vergeht, um einen gewissen Prozentsatz von der Versorgungsspannung zu erreichen, die ist fest. Ich habe nicht einen Anstieg von so und so viel Volt in der ersten Millisekunde, sondern ich habe einen Anstieg um so und so viel Prozent von der Versorgungsspannung in der ersten Millisekunde. Also es bezieht sich alles auf diese Versorgungsspannungen und damit bin ich im Wesentlichen unabhängig von der konkreten Versorgungsspannung. Naja, es hängt davon ab, weil oft hast du ein Gesamtsystem und das nutzt dir nichts, wenn quasi dein gesamtes System 5 Volt ist, dass du dann sagst, da kann ich 3,3 Volt machen. Nee, es muss zum Gesamtsystem passen, aber wenn ich insgesamt in meinem System wenig Spannung haben kann, dann kannst du das quasi, wenn du quasi... Es ist eigentlich wurscht, was ich habe, ich kann es immer reinhängen. Ich wäre vorsichtig bei sehr kleinen Spannungen. Also man muss schauen, der 7,55, die CMOS-Variante, die geht auch unter 5 Volt. Wenn ich die Bipolar-Variante habe, die halt so NPN, PNP-Transistoren drin verwendet, dann habe ich halt das Problem, dass die nicht so gut arbeiten, nahe an den Versorgungsspannungen. Das heißt, da kann es dann sein, dass ich in gewisse Nichtlinearitäten hineinkomme, wenn die Versorgungsspannungen sehr klein werden. Aber es macht jetzt quasi keinen Sinn zu sagen, ich betreibe das mit 12 Volt, weil dann ist es besser als mit 9 Volt, dann macht es schon keinen Unterschied. Außerdem haben wir hier als taktgebende Elemente so Sachen wie Widerstände und Kondensatoren, die über die Lebensdauer, über den Temperaturprofil etc. ihre Eigenschaften sehr stark ändern können. Das hängt natürlich vom konkreten Bauteil ab, ob man was nimmt. Aber das sind jetzt keine super stabilen Oszillatoren, die man irgendwie als Frequenzreferenzen oder so einsetzen würde. Das heißt, die kleinen Änderungen, die dann ergeben durch irgendwelche nichtlinearen Effekte, sind jetzt auch nicht so tragisch. Das heißt, in den Fällen, in denen man einen 555er verwendet, um irgendwie ein Signal zu erzeugen, ist man sehr unabhängig von der konkreten Versorgungsspannung.
Was halt auch sehr nett ist für gewisse Basteleien. Wenn ich da irgendwie mein batteriebetriebenes Synthesizer-Spielzeug habe, dann möchte ich nicht, dass das nach einer Stunde ganz anders klingt als vorher, weil jetzt halt die Batteriespannung bereits abgesunken ist. Und gegen solche Sachen ist das relativ stabil. So. Bei der zweiten Schaltung ist, glaube ich, nicht so natürlich. Weil da ja die externe Spannung dazu kommt. Weil da, also wenn ich, dann hängt davon ab, ob die Schaltung, die den Kontrolleingang treibt, ob die den quasi als Prozentsatz der Versorgungsspannung ermittelt oder als absolut. Wenn ich quasi hier beim Kontrollinput immer noch in der Prozentsatz der Versorgungsspannung bleibe, dann habe ich das natürlich erhalten, ansonsten habe ich hier ein Problem. Gut, ja, die abgekürzten PIN-Bezeichnungen, die haben wir eh geredet. Und es gibt dann noch diesen Punkt hier, den ich quasi als Hausaufgabe mitgeben möchte, oder vielleicht in der Experimentiergruppe, dass wir einfach mal die Formeln nehmen für die RC-Ladekurven und nachschauen, ob diese Bauteilwerte, die ich hier eingetragen habe, ob die sinnvoll sind. Oder ob da ganz andere Zeiten rauskommen oder welche Bauteilwerte man nehmen müsste, um gewisse Zeiten zu erzielen, etc. So, wir haben aber bis jetzt keine Schaltung hier gesehen, mit der man einen schönen 50-50-Puls machen kann, der genauso lange high ist wie low. Da stellt sich jetzt die Frage, warum nicht einfach so? Das ist eine, ich finde, sehr naheliegende Variante, wie man einen Puls machen kann mit einem 50-50 Pulsbreitenverhältnis, indem ich einfach den Kondensator über den Ausgangspin lade und entlade. Dann ist das mal high, mal low, es ist immer der gleiche Widerstandswert, damit müsste es gleich lang dauern zum Laden wie zum Entladen. Was ist an dieser Schaltung auszusetzen? Alles da. Threshold und Trigger sind da. Hängen am Kondensator drauf. Über den Ausgang entladen. Ja, also über den Ausgang geladen und entladen. Ja, aber dann habe ich ja beim Ausgangssignal kein Rechteck mehr. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es hängt natürlich davon ab, wie groß der Kondensator ist und wie klein der Widerstand. Aber geht das dann mit dem Diss? Der ist einfach unverwendet in dem Fall. Ist das gut? Also, ja, also schadet nicht. Also man sieht diese Schaltung sehr oft. Es ist jetzt auch nichts, wo man quasi jetzt irgendwie händeringend davonlaufen muss, wenn man das sieht. Aber es gibt zwei Probleme mit dieser Schaltung. Also das Erste, was man sich fragen sollte, wenn man irgendeinen Pin in dieser Art verwendet, wenn man jedes Mal Ausgangspin verwendet, wie viel Strom der verkraftet, das wäre eigentlich das Nullte, was man fragen sollte. Mhm. Ich setze jetzt gerne den Namen, Nulltes, weil es doch wichtiger war als alles, was davor war. Das wäre das Nullte, wenn man schaut, wie viel Strom kann der überhaupt hergeben. Aber was fast wichtiger ist, was mit dem Strom in Verbindung steht. Wer was? Wie schnell er schaltet dann aufgrund der Belastung? Die Geschwindigkeit nicht unbedingt. Erreicht er wirklich ein sauberes Signal? Erreicht er die Versorgungsspannung? VCC und Ground. Also ist das ein Rail-to-Rail-Ausgang? Weil das geht ja davon aus, dass ich hier auf VCC komme und auf Ground.
damit ich wirklich dann vorausberechnen kann, wie lange dauert das, ein Drittel und zwei Drittel Versorgungsspannung zu erreichen und so weiter und so fort. Und wenn der jetzt irgendwie mit 5 Volt quasi betrieben wird und der kommt aber nur auf 1 Volt, damit die Versorgungsspannung kann, dann habe ich jetzt eine Vorspannung von 4 Volt statt 5 Volt. Und dann bin ich nicht mehr, habe ich nicht mehr viel Abstand zu der 2 Drittel Schwelle. Und wir wissen ja, dass diese RC-Ladekurven, dass da jetzt hier dann die volle Versorgungsspannung ist, die Ladekurve schaut irgendwie so aus. Heißt also die, das ist nicht schön gezeigt. Aber die Idee ist, dass das hier am Schluss sehr flach wird. Das heißt, wenn man die Vorspannung nachher heranschiebt zur Schwellspannung, dann kann eine ganz leichte Änderung der Vorspannung den Unterschied machen, ob man irgendwie doppelt so lang braucht oder nicht, bis man die Schwelle erreicht. Also dann wird es auf einmal extrem instabil. Und ganz, ganz leichte Änderungen, welche Spannung hier genau erreicht werden kann, macht das aus. Das Zweite ist, wenn man sich die Beschreibungen von so Ausgangspins anschaut, dann sieht man dort immer die Spannungen, die erreicht werden können, wenn ein gewisser Strom gezogen wird. Also das ist dann, kommt dann noch dazu, und das ergänzt sich mit dem, was du ursprünglich gesagt hast, dass quasi bei unterschiedlichen, wenn man auch schauen muss, was für ein Strom gezogen wird. Vor allem aber, und das ist der zweite Punkt jetzt, dass ich hier ja was draufhängen habe. Und das heißt, meine Last, die ich hier draufhängen habe, kann beeinflussen, welche Spannung der Ausgang erreicht. Und das kann sein, dass ich das jetzt irgendwie tune und einen Widerstandswert aussuche und das hört sich genau richtig an, das Signal, was mein Synthesizer macht. Und dann hänge ich einen anderen Lautsprecher dran. Und die gesamte Schaltung. Genau. Also ich ändere irgendetwas quasi hier und es ist alles anders. Und darum sollte man generell schauen, dass man Ausgangssignale puffert. Entweder über einen eigenen Baustein oder indem man die Beschaltung so nimmt, dass man quasi trennt, was ist der Rückkopplungspfad, das wäre dann dieser Discharge-Pin. Und was ist der Ausgang? Das ist der Output. Wenn ich da jetzt eine leicht andere Last dranhänge, ändert das jetzt nicht signifikant das Verhalten an diesem Discharge-Pin. Und das wäre eben blöd. Nicht? Ich ändere irgendeine Kleinigkeit, ich drehe die Lautstärke höher oder kleiner und wenn ich die Lautstärke ändere, ändere ich automatisch die Frequenz, weil die Lautstärke halt irgendwie gemacht wird über einen Widerstandsspannungsteiler, der da an dem Ausgang dranhängt. Nicht? Das wäre blöd. Also das sind die Dinge, die auszusetzen sind an dieser Schaltung. Und gerade das Erste, mit welchen Spannungen erreicht er genau und so, ist viel, viel stärker beim echten 555er als beim 7555, der CMOS-Variante. Also wenn man quasi so etwas sieht in einer fertigen Schaltung und die behauptet, sie funktioniert, und man möchte das nachbauen, dann ist das ganz sinnvoll zu schauen, ist das eigentlich mit einem 555 oder 7555 gemacht, weil sonst baut man es mit dem falschen Chip nach und das geht eben nicht. So, darum schlage ich stattdessen folgende Schaltung hier vor. Wie kann das gehen, dass ich mit der Schaltung jetzt so ein 50-50 Tastverhältnis erreiche? Die Addition gleich ist wie der größere Widerstand. Gleich ist wie die Addition vom oberen und der mittleren Widerstand. Du bist am richtigen Weg. Also der Term stimmt nicht, aber. Ich habe den, wenn man wegfällt, ersetzt für den, den ich da reinkomme. Du bist gleich sein, also das Problem, warum diese Schaltung hier, warum die hier asymmetrisch ist in der Pulsweite zwischen High und Low, ist, weil ich eben einen anderen effektiven Widerstand verwende zum Laden wie zum Entladen. Und jetzt ist die Idee, ich mache ein Widerstandsnetzwerk aus drei Widerständen
dass eben, je nachdem, ob der Discharge in High oder Low ist, die gleiche Zeit brauchen wird, um das Laden oder Entladen zu machen. Kommt aber nicht auf den gleichen Widerstandswert. In dem Fall, dass der Output Low ist, ist es einfach, weil dann ist der Discharge, der inaktiv, dieser Widerstand hier fällt weg. Wir haben einfach eine Serienschaltung von bisher, eine Serienschaltung von zwei Widerständen gegen Plus. Wenn wir den Discharge-Spring aber einschalten, dann haben wir das Problem, wir haben da Plus, wir haben da Ground und dann hier unseren Kondensator. Und wir können nicht einfach diesen Widerstand irgendwie ignorieren. Kann man ignorieren können, weil wir gesagt haben, wir erzwingen an dem Punkt hier Ground und es ist wurscht, dass da auch Strom fließt. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Eine Möglichkeit, diese Schaltung dann zu zerlegen, ist zu sagen, diese beiden hier bilden einen Spannungsteiler. Und das Interessante ist, wenn ich einen Spannungsteiler habe, dann kann ich den ersetzen, ich habe einen Spannungsteiler aus den Widerstandswerten R1 und R2, dann kann ich den ersetzen aus einer Parallelschaltung von R1 und R2 auf eine Spannungsquelle, die das unbelastete Mittelpotenzial des Spannungsteilers treibt. In dem Skriptum gibt es einen Beweis dafür. Irgendwo weiter. Kannst du das anzeichnen? Vielleicht musst du kurz. Genau. Das ist der Beweis. Also den kann man einfach mal durchgehen. Nicht jetzt, ich gehe jetzt nicht durch. Ich wollte nur zeigen, dass der Beweis da ist. Und die Behauptung ist folgende. Wenn ich diese Schaltung habe, ich habe einen Spannungsteiler von R1 und R2 und da und da haben wir unsere Versorgungsspannung und da haben wir unseren Ground. Dann kann ich diese Schaltung hier ersetzen. Es gibt einen Ersatzschaltbild. Redet euch ein Ersatzschaltbild. Ja, lange ist es her. Ich kann das ersetzen durch eine Parallelschaltung von R1 und R2. So. Gegen eine Spannungsquelle. Und diese Spannungsquelle hat den gleichen Wert, die dieser Punkt hat, wenn ich den Ausgang nicht belaste. Das haben wir vor langer Zeit, haben wir uns das mal hergeleitet für den Spannungsteiler, dass wir gesagt haben, welche Spannung habe ich hier. Naja, und dann haben wir uns überlegt, der Strom, der da durchfließt, der unbelastete Spannungsteiler, ist ja gleich groß beim oberen und beim unteren. Also ich nehme die Spannung, dividiere die durch R1 plus R2, dann habe ich den Strom, multipliziere das mit R2, dann habe ich diese Spannung.
so komme ich auf den Kern. Und die Behauptung ist eben, dass diese beiden Schaltungen jetzt äquivalent sind für den belasteten wie den unbelasteten Fall. Weil, dass das für den unbelasteten Fall äquivalent ist, ist klar. Im unbelasteten Fall kann ich hier jeden beliebigen Widerstandswert einsetzen. Im unbelasteten Fall habe ich einfach genau diese Spannung an dem Punkt. Aber wenn ich jetzt anfange, den Strom rauszuziehen oder Strom reinzuschicken, wird es komplizierter. Ich kann es aber umformen in diese Darstellung. Das heißt, wir haben gesagt, in dem Fall, dass der Output high ist, interessieren mich nur diese beiden Widerstände und die Summe dieser Widerstandswerte, das ist mein Vorwiderstand gegen VCC. In dem Fall, dass der Output aber low ist, muss ich mir das so vorstellen, dass ich jetzt quasi sage, jetzt habe ich diese beiden hier, die ersetze ich dann durch eine Parallelschaltung gegen eine Spannungsquelle mit diesem Potenzial hier, das nicht brown sein wird, sondern ein Potenzial etwas höher als brown. Und zu der Parallelschaltung von den Widerständen kommt dann halt noch der dazu. Dann habe ich eine völlig andere Schaltung für den Fall, dass wir gerade die fallende Flanke haben. Aber ich kann mir ausrechnen, welche Widerstandswerte ich brauche, damit die Zeit, die vergeht, dafür gleich lang. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo ich dann eben meine, dass Elektrotechnik viel mehr Mathematik ist, als man oft so glaubt. Da habe ich in meinem eigenen Anhang, wenn es jemand interessiert, wie kann man es die zivilischen Seite ausrechnen, so als ein erweitertes Beispiel zur Dimensionierung von Bauteilwerten, jetzt am Ende von einem Kurs, wo wir halt noch einmal die Modelle hernehmen, das geht sehr weit zurück im Kurs, wo wir RC-Ladekurven und so gemacht haben, sind genau die Formen. Und einfach sagen, okay, die Zeit für die High-Periode, das ist einfach, weil das ist mit dieser Serienschaltung von R1 und R2, ist dann eben dieser Term hier. Und die Low-Periode wird dann ein bisschen aufwendiger, da können wir noch sowas hier, da können wir einsetzen und umfahren und so. Dann machen wir noch einen kleinen Trick. Wir kommen nämlich drauf, dass wir zu viele Freiheitsgrade haben. Und das macht anschaulich auch Sinn, wenn wir uns diese Schaltung hernehmen, dass ich quasi sagen kann, ich skaliere gewisse Werte proportional zueinander rauf oder runter, ich ändere das Verhalten der Schaltung nicht. Also drücken wir einfach einen der Widerstände als Verhältnis des anderen aus und sagen, denken wir eine Zahl k aus und sagen, ein Widerstand ist das k-fache des anderen Widerstandes. Und dann kommen wir auf diese Wulst hier. Und wenn wir jetzt die Freiheitsgrade richtig wählen, wenn wir sagen, okay, wir sagen, TH und TL nehmen wir als gegeben an. Genauso nehmen wir den Kondensator als gegeben an. Und wir nehmen das Verhältnis zwischen R1 und R3 als gegeben an. Da kommen wir auf dieses lineare Gleichungssystem und da kann ich einfach Zahlenwerte einsetzen und kann es dann lösen. Oder da kann man in Oktav zum Beispiel so ein Skript und sich ausrechnen, was die Widerstandswerte sind. Also, wie man irgendwelche analogen Sachen machen möchte, die ein bisschen hinausgehen über, es soll bieten mit der Frequenz. Und selbst bei sowas kann man sich eben da hinein tigern. Läuft eigentlich praktisch jedes elektrotechnische Problem darauf hinaus, dass man eine Art findet, das als Rechnung auszudrücken, die Dimensionierung, die man machen möchte. Und dann kann man entsprechend die Bauteilwerte dimensionieren. Soll euch aber nicht abschrecken, es soll euch motivieren, dass euch ein bisschen mit dem Mathematikprogramm auseinandersetzt. Weil sehr viel von den Sachen, die ich hier mache, das ist zwar schön und nett, wenn man das quasi umformen kann, aber es ist nicht notwendig. Es gibt heute jeder bessere Taschenrechner kann irgendwie Gleichungssysteme ja, algebraisch umformen und so. Und da reicht es eigentlich, wenn man quasi versteht, wie die Grundbeschreibungen sind, wie ich sowas hier oben nehmen kann. Einfach sagen kann, okay, was ist denn die Definition von einem Kondensator, von einem Widerstand etc. Das überführen kann in eine mathematische
Aussage und dann lasse ich eine Software den Rest machen. Ich meine, das ist ja. Für alles, was der Computer machen kann, sollte man den Menschen nicht benutzen. Gut. Ja? Der Logarithmus, was für eine Basis hat der? Das war ein natürlicher Logarithmus. Ja, also ich meine, ganz am Schluss, wo dann Log 2 steht, ist es natürlich wichtig, dass es natürlich ist. Ich weiß nicht, ja, da steht dann noch. Ja, das ist ein natürlicher Logarithmus. Aber es ist. Also. Oh mein Gott, ist das lang her. Log 22. Interessant, da schreibe ich da ln, genau. Jedenfalls, wir haben halt hier diese Differentialgleichung, wo wir Ableitung von UC und UC haben. Und wenn ich das weiß, dass das aus so etwas kommt, dann ist irgendwie ganz klar, dass das ein natürlicher Logarithmus sein muss. Und jetzt nicht irgendwie ein. Ich war nur wegen der Schreibweise, ich dekadisch. Gedacht habe, es müsste das sein. Ich glaube, dass im Oktav die Log-Funktion der natürliche Logarithmus ist und wenn du den dekadischen haben möchtest, musst du halt Log irgendwas durch Log 10 schreiben. Mhm. Schauen wir, ob es stimmt, dass in Oktav steht. Ja, da steht Log. Und ich weiß, dass da die richtigen Werte rauskommen bei dem. Also habe ich mich davon leiten lassen, dass die Oktavfunktion halt Log heißt. Okay. So, also die Widerstandswerte, wir haben sie jetzt zwar nicht bestimmt, aber wir haben irgendwie ganz grob skizziert, wie es geht. Und das ist was ich als Beispiel irgendwie sehr schön finde, solche Sachen zu dimensionieren. Also wenn jemand das üben möchte, dann hat man quasi im Anhang die Referenz, wie es geht. Wir haben einen kurzen Überblick mal gemacht, aber das wäre so eine Rechenübung, die ich empfehlen kann. Okay, ich habe im Eingang von Blog gesagt, früher war das ein wichtigerer Chip und es ist irgendwie ein Kultchip, aber vielleicht heute findet man ja nicht mehr so oft. Warum findet man diesen Chip jetzt heute nicht mehr so oft? Ich denke, man hat viele coole Sachen machen können, aber man macht es jetzt mit dem Mikrocontroller. Ja, also die Mikrocontroller. Diese coolen Sachen und noch viele andere coole Sachen. Sind ja, sie machen diese coolen Sachen, aber weniger cool. Man kann also noch mehr coole Dinge aufmachen. Ja, also vor allem hat natürlich der Mikrocontroller immer den Vorteil, dass ich mich entscheiden kann, die Funktionalität zu ändern, ohne ein neues Hardware-Design machen zu müssen. Und das ist halt, also wenn ich jetzt hergehen würde und ich würde sagen, ich möchte ein Produkt machen, das, weiß ich nicht, ein Stirnband ist mit einer LED drinnen, die blinkt, ja, dann würde ich das nicht mit einem 555er machen, sondern irgendeinen ganz, ganz kleinen Mikrocontroller. Einfach nur aus dem Grund, weil so wie das Produkt am Markt ist, kommt jemand und sagt, ja, aber ich möchte, dass es zweimal schnell und einmal langsam wird. Und das, da tue ich mir dann eben schwer. Was könnte noch ein Grund sein? Also das ist jetzt ein Ding, das ist einfacher als mit einem Mikrocontroller. Was für Vorteile hätte die Mikrocontroller-Implementierung noch? Ja, ich kann verändern, ja. Stabiler. Naja, jetzt in Bezug auf den
da können jetzt Leute streiten drüber. Also ich mag jetzt gar nicht drüber streiten, aber... Ja, hängt es ab von der Peripherie und so. Der Preis, genau. Der Preis wovon? Das Hauptproblem ist hier, dass ich zusätzliche Bauteile brauche. Also es geht jetzt weniger um den Chip, sondern darum, ob ich quasi zu dem Chip noch ein paar Bauteile drumherum brauche. Und das bestimmt halt den Preis auf so vielen Ebenen. Weil dann fange ich quasi an zu sagen, okay, jetzt brauche ich aber einen größeren Print für mein Stirnband, das vor sich hin blinken kann und so weiter und so fort. Also, ja, aber für den Mikrocontroller brauche ich auch zumindest dann so einen Bypass-Kondensator, bei dem der Bauteilwert völlig egal ist. Ja, aber jetzt darf ich zwei Widerstände an einem Kondensator. Ja, aber die müssen exakt sein. Und man braucht spezielle Widerstände, das ist das Problem. Ja. Und da, also da tut es mir weh, also ich zähle es davon ab, wie billig mein Produkt ist, aber wenn ich quasi sage, ich möchte nicht, dass über die Lebensdauer von dem linken Stirnband die Frequenz sich groß ändert oder so, dann muss ich anfangen mir anzuschauen, welchen Kondensator verwende ich etc. Vielleicht mache ich dann Tests, dass ich das Ding in einen Klimaschrank lege und viele thermische Zyklen durchlaufen lasse, um es künstlich zu altern und zu schauen, wie würde sich das Ding verhalten in 2 Jahren, solche Sachen. Beim Bypass-Kondensator zu einem Mikrocontroller, wenn der in 2 Jahren um 20% verschiedenen Bauteilwert hat und beim Einbauen schon um 30% rauf runter schwankt, das ist egal, solange der in der richtigen Dekade liegt mit seinem Wert, erfüllt er seine Funktion als Bypass-Kondensator. Also das ist der Hauptgrund, warum diese Dinge quasi teurer werden, weniger weil ein Chip teurer wäre, sondern weil ich für den 555er andere Bauteile drumherum brauche, damit der dann was Sinnvolles tut. Ist dann nur die Größe nicht auch relevant, letztendlich? Gibt es beide in ganz, ganz kleinen SMD-Sandkorngrößen. Also, vielleicht gibt es in ganz, ganz super kleinen 555er dann nicht mehr. Aber ja, aber die Bauteile, die es drumherum braucht, sind dann wieder in der Summe. Ja, die sind dann in der Summe größer. Also speziell, es hängt davon ab, wie exakt du jetzt werden möchtest. Wir kriegen eine Rohrpost. Wasser gibt Störung. So eine Seidenstraße. Eine Seidenstraße. Aber wir werden es vielleicht noch machen. Ja, vielleicht. Okay. Von welcher Baustelle haben Sie das jetzt geklaut? Was war sonst hier von der auslegen lassen? Wo wäre es das jetzt geholt? Sind Sie hier und haben gesagt, schau mal, ein Kupferdieb!